Gebiete. Sie schlagen zu! Euren Diensten. Ja, dann machen wir da noch auf. Wir sollen einfach nur alle Angreifer vertreiben, oder? Husch, husch. Ihr bösen Puben. Die Uhr von der Mine fliegen. Sie kennt einen Weg in den Dschungel. Alles klar. Bleibt standhaft. Jawohl, bitte nach oben. Das wäre zu cool, wenn man solche Gebäude sieht, dass man die Treppen hochgehen könnte und hier oben auch drauf rumlaufen könnte. Wenigstens aus der dritten Personenperspektive. Ketteneil. Ich glaube, den haben wir auch schon, oder? Das ist so der die Eiswelle für Arme. Ja, die haben wir sogar wieder rausgenommen. Würde mich jetzt mal fast interessieren. Hatten wir den eigentlich schon auf einer relativ hohen Stufe drin? Ja, auf genau dieser Stufe. Oh Mann. Eischlag, Resistenz, Eifner, Ketteneischlag. Ich habe echt. Nee. Eiswellen, größt bessere Wozu oder Eisregen oder solche Sachen. Es könnte ja auch sehr nützlich sein. Sind auf Feinde gestoßen. Erwarten wir Befehl, verstanden. Ich glaube, hier könnten wir mal ein Einfrieren verwenden. Ein Einfrieren. Ein Doppel-Ein. Und Eiswellen. Heute im Sonderangebot. Schön eingefroren bleiben, die Paladine machen den Schaden. Wunderbar. Paladine machen den Schaden. So aus Elimania-Sicht ein Unding. Sind auf Feinde gestoßen. Kämpft! Hier. Haben wir schon. Ja, wir haben schon zwei Paladine verloren. Oh. Moment mal, unser Flugkünstler, der ist auch noch da. Ah, okay, wir haben nur einen Paladin verloren. Hier ist auch noch einer. Na, Paladin, auch noch so absolut oldschool und benutzt deine Beine. Nee. Der hat den Swag gegessen. Der Herr. So, dann gucken wir mal runter. Zeit zu sterben. Okay, ja, Schlüssel Osttor. Wisst ihr was, ich lasse es einfach mal zu. Mich würde jetzt mal was interessieren. Mich würde dann echt mal was interessieren, deswegen lassen wir das einfach mal zu. Die Rune ruft. Ja, hahaha. Wo ist mein Mr. Swag? Wo fliegt denn der rum? Da fliegt er ja. Dann flieg mal bitte da hoch. Flieg mal dazwischen, vielleicht kannst du irgendwas bombardieren. Vorsicht, sie sind hier! Verteidigt euch! Ja, ihr könnt euch ruhig noch ein bisschen. Ja gut. Ihr fightet hier erstmal ein bisschen rum. Schießt du hier schon? Ja. Hier, sowas schießt der ab. So. Man könnte sagen Blitze, aber da der schon so rumschwebt, würde ich sagen, er schießt manifestierten Swag ab. Anders kann ich es mir nicht erklären. So, hier jetzt noch kaputt machen. Oh, noch ein toter Paladin. Und ein versteinerter Schrecken. Jawohl. Vorsicht, sie sind hier. Okay. Jetzt sind wir bald durch. Wunderbar. Wunderbärbel. Ja, Fleisch zu Stein, das haben wir schon erlebt. Das, die Gegner können das. Ja, da haben wir es gleich wieder. Xiao Yu, Xiala. Was machst du, wenn ich nicht gerade hinschaue? Versteinerst du unsere eigenen Einheiten? Das wäre schon ziemlich gemein, einfach mal so einen Saboteur in der Armee zu haben, der immer irgendwo die Heilung unterbricht bei den eigenen Leuten oder irgendjemanden meuchelt heimlich oder versteinert oder einfriert oder sonst die ganze Zeit irgendwie rumtrollt. Einfach ein Troll. Ja, einfach. Der trollt uns die ganze Zeit. Oh Mann. Herrlich. Auf mein Zeichen. Schnell. Ah ja. Zum Angriff! Das dürfte schon fast gewesen sein, oder?
Und lass mich raten, wir müssen die Tore aufmachen, damit wir dann die Quests abgeschlossen haben. Hier, folgt mir. Ich glaube, hier ist jetzt nichts mehr. Hier haben wir eigentlich jetzt komplett aufgeräumt. Ach, reden wir gerade davon, dann ist doch noch jemand hier. Ich würde jetzt gerne noch so ein, zwei Paladine bauen. Die kümmern sich dann um dieses eine Skelett dort. Ach, da sind wir ja reingekommen. Aber hier unten müsste... Ja, da ist noch der Spaß am Laufen. Alles klar. Bereit. Und los. Ja, da ist, glaube ich, noch genug los. Da haben wir noch ein bisschen Unterhaltung. Ja, gab ja auch drei Tore. Hallo? So, dann sammelt euch mal meine... Ach, was soll's sammeln? Sammeln ist was für Amateure, oder? Na gut, das bisschen können wir jetzt auch noch warten. Hallo, Flugkünstler. Erwarte Befehle. Stimmt, den habe ich ja noch gar nicht. Machen wir euch einfach mal alle als Armee. Schnell. So. Hä? 9 plus 48 ist 58? Ja, wir haben unseren Mr. Swag doch noch dabei. Zur Ehre Aonirs. Ja. Sofort. Okay. Dann mal weiter. Uiuiui. Ah, das wäre so schön für den Eisregen. Aber genau was haben wir nicht auf Überstufe 12? Sofort. Genau. Für die Freiheit. Obwohl es auch so schon genug Schaden machen würde eigentlich. Hier, geht mal alle weiter vor. Wollen wir ein bisschen metzeln. Dann machen wir trotzdem mal einen Eiswegen. Auf Eiswegen. Auf Eiswegen in den Eisregen. Warum auch nicht? Komm, dann nehmen wir jetzt einen Eisregen hier. Und der Feuerregen kommt gleich mit hinterher. Und das dürfte eigentlich trotzdem viel kaputt machen, denke ich mal. Piu, 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 piu. Wie schaut denn das so aus, gesehen aus? Ah, die absolute Lightshow. So, ja, die werden trotzdem sehr gut vorgeschwächt, wie ich sage. Der Schlüsselmeister. Und mal wieder. Au. Das tut doch weh. Wenn du mich tötest, überlebe ich das nicht. Vorsicht, sie sind hier. Was nochmal, mein. Der Spruch. Mein letzter Gruß, Verstärkt die Deckung. Mein letzter Höhepunkt war meine Geburt, da kam ich ganz groß raus. Das war auch geil. Oh, habt ihr gehört, sie gehört mir. Oh. So, Mr. Swag, das sind Türme, die du zerswaggen kannst. Komm her mit deinen YOLO-Blitzen. Mr. Swag mit den YOLO-Blitzen. Das ist die perfekte Bezeichnung für diesen Typen. Der ist doch hoffentlich schon wieder... Ja, der ist schon wieder geheilt. Ob das sich jetzt durch die Nahrungslage heilt, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, durch die Aura der Heilung wird das sich auf jeden Fall hochgeheilt haben. Oh yeah. Einsatzbereit. Jawohl. Wunderbar. Jetzt haben wir dann... Oh, da drüben ist ja noch mehr. Es hört einfach nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Unglaublich. Gut, Eisen brauchen wir dann noch. Baria eigentlich nicht. Ja, komm. Eisen ist auch wieder blöd. Eisen, Eisen, Eisen. Eisen brauchen wir eigentlich noch. Eisen 50, Eisen 60. Ja, kommt. Oh, jetzt brauchen wir jetzt eh gerade kein großes mehr. Machen wir noch eine große Kompanie Scharfschützen hier rein. Bereit. Kommst du voran? Ja, er kommt voran. Den zweiten Turm kann er dann auch noch kaputt machen. Dann werden wir hier mal weiter marschieren. Gebt das Zeichen. Wir marschieren ohne Nieren. Ohne Beine quer durch die Ukraine. Ja. Jetzt macht's endlich mal Sinn. Wir wandern ohne Beine quer durch die Ukraine. Jetzt macht's endlich Sinn. Gib das Zeichen. Alles klar. Wie schaut's hier aus? Ach, oh Gott, nee, oder? Mr. Stone. Boah, sind meine Paladine mal wieder stoned heute. Ja. Naja. Sind auf Feinde gestoßen. Bereit. So.
Und los. Es sind immer noch so viele Untote überall. Fuck. Okay, kann sein, dass Katai vielleicht sogar wirklich diesen brennenden Felsen aufholen kann, was Länge angeht. Weil ich sehe es jetzt schon kommen, dass wir wirklich noch eine dritte Aufnahme dran sitzen. Erwarte Befehle. Jetzt endlich, da hat sich ja schon fast wieder regeneriert, bis die aus dem Stein raus sind. Ja, deshalb ist Erdmagie dann doch nützlich, weil das Versteinern einfach übel ist. Ja, das sehen wir schon mal wieder. So, das hätten wir auch geschafft. Ein schönes Türmchen. Erwarte euer Kommando. So. Ja, ihr könnt auch mal zurück in die Basis. Ich brauche euch jetzt nicht so dringend. Augen offen halten. Back to the woods. Portal zur Wachfeste. Mit einer gewaltigen Treppe. Ja, heiliger Bimbam, das ist die größte Treppe der Welt. Wo war das nochmal? Ich kann mich gerade daran erinnern. Irgendwie sowas von die größte Treppe der Welt. Ich glaube, es war irgendeine Komödie oder Parodie oder sowas. Ja. Ich weiß es gerade nicht los. Mehr. Folgt mir. Gib das Zeichen. Der Sternenmagier. Machen wir mal hier nochmal. Och ja, warum nicht? Yay. Bereit für den Kampf. So. Feindkontakt. Dann hier unten noch, dann da rechts noch und dann dürften eigentlich alle Untoten weg sein. Ich bin mal gespannt, was die Uro uns zu sagen hat danach. Haha, ich bin nicht die Ura, ich bin in Wirklichkeit Hokan Ashie. Schnell. So, kommt so ein Reißverschluss. Macht so. Altes Kostüm weg. Aber wo steht Hokan Ashie vor allem? Haha. Die Skelette waren in Wirklichkeit die Katai. Ich habe sie mit einem Zauber. Ihr Äußeres verändert. Ihr habt ja wirklich halt die ganze Zeit Katai abgeschlachtet und meinen Skeletten geholfen. Alter, das wäre mal eine Story-Wendung. Das wäre gemein. Das hätte schon fast was von Woen aus Out of Dawn. Als sich herausgestellt hat, dass wir eigentlich genau immer, je mehr wir versucht haben, ihn zu bekämpfen, desto mehr haben wir ihm geholfen eigentlich. Auch interessant. Ja. Folgt mir. Ja. Nee, das war's aber noch nicht. Hier oben ist ja noch was. Hätte ich beinahe vergessen. Wie könnte ich nur? Aber dann ist hier nahezu aufgeräumt. Ich bin begeisternd. Und haben wir wieder ein paar Scharfschützen mehr. Das ist okay. Erwarte Befehl verstanden. Bereit für den Kampf halten. Erwarte euer Kommando. Hier. So, meine Freunde. Ja. Sehr viel ist es ja nicht mehr. Das haben wir eigentlich ruckzuck geräumt. Wisst ihr was? Ich würde sogar sagen, das kriegen wir so schnell. Auch mit unseren normalen Helden. Die Truppen können sich mal zurückziehen. Alles klar. Ich möchte nicht hier ganz Katai mit diesen Truppenmassen besudeln. Mr. Swag, du kannst auch mal zurückfliegen. Obwohl. Jawohl. Auch Mr. Swag, du bleibst mal da. Befehl verstanden. Vielleicht kann ich dich noch gebrauchen irgendwann.